Kommen wir nun zu einem der guten alteingesessenen Komiker-Duos der Winnetou-Spiele. Und zwar schon seit Jahren. Hier sitzt mal der Gary Seidner, seines Zeichens heuer in einer etwas schrulligen Rolle zu sehen. Ganz was Neues. Ja, wie soll ich sagen, eigentlich wollte ich ja heuer Pause machen. Aber das bleibt jetzt unter uns. Es schaut auch niemand zu. Es ist jetzt bitte Folgendes. Also, eigentlich bin ich ja nur wegen der Judita mit dabei. Also, die Judita, unsere Regieassistentin, und die heuer auch mitspielt. Und die ist ein Keks-Junkie. Und ich bin ihr Dealer. Deswegen habe ich jetzt die Rolle annehmen müssen, damit ich in ihrer Nähe bin und sie mit Keksen versorgen kann. Ja. Braucht man da nicht ein bisschen Unterstützung, wenn man jemanden mit Keksen versorgen möchte? Ja, normalerweise habe ich ja, aber das mit den Unterstützungen, das ist immer so eine Sache, das ist so ich habe so unglückliche Bühnenbeziehungen hinter mir. Wenn ich ein Chinese bin, dann läuft immer ein zweiter Chinese neben mir her, und kaum habe ich mich an den gewöhnt, kriege ich ein Detektivgewand übergestülpt und habe einen anderen Detektiven neben mir, der wie ein Zwillingsbruder neben mir hinterher trottet, weil er keine eigenen Ideen hat, aber weil mein Chinesen-Zwillingsbruder sich doch nicht ganz von mir trennen wollte, jetzt ist er immer getarnt als Sheriff in unserem Schatten geblieben voriges Jahr, und siehe da, heuer habe ich ihm schon wieder am Genick gelangt. Ich hoffe, er ist Chinesen. Naja, er ist irgendwie, wie soll ich sagen, er ist irgendwie asiatisch, Fuji, Pyjama, irgendwie so ähnlich. Andi, wie hast du? Jetzt kommen wir mal her, das soll ich das ganze Interview für dich laufen, da? Immer wieder gerne. Also wie war Fukushima oder so ähnlich, oder wie war das? Fast. Also, Fujiyama. Fuji, ja, ich wusste, irgendwas mit Fotografieren hat es zu tun gehabt, ja. Im Nachthemd. Und heuer bleibst du wieder in meinem Windschatten. Ich werde es versuchen, nur das Problem ist, dass bei dir nicht recht viel Windschatten herrscht. Ja, dafür bin ich zu schnell, ich weiß. Ja. Ich erzeuge keinen Windschatten, ich bin zu schnell dafür. Du schneidest den Wind. Ja, aber da darfst du drüber mal auch einen schnellen Schritt machen, schaut da gar nicht. Die schnellen Schritte, Andi, bist du als Sheriff ja gewohnt gewesen? Ja, die Gauner zu verfolgen letztes Jahr, das war schon eine ziemliche Herausforderung. Meine Frau immer im Genick. Gerät doch nicht, die einzige schnelle Bewegung hast beim Leeren der Whiskyflaschen gemacht. Ja, und das muss aber geübt sein. Verstehst du, das geht nicht einfach so. Ah, das war nur gespielt. Ich dachte, das hat sehr autistisch ausgeschaut, oder wie das heißt. Autistisch? Authentisch. Ja, authentisch. Ja, irgendwas mit den Zentren hat es zu tun. Ja, es war auch sehr authentisch, weil ich habe mir nämlich die Getränke nicht selber gemischt. Ich weiß nicht, was da drinnen war, aber es hat mir auf jeden Fall in der Rolle sehr geholfen. Ich verstehe. Darum ist das also sehr überzeugend rübergekommen. Flüssiggras oder flüssiges Präriegras oder was war das? Ja, wieder ein Hauch Ingwer-Gollum. Mhm. Und heuer als Fuji-Pyjama? Stehst du mir als Sumo-Ringer zur Seite oder was machst du heuer? Die genaue Aufgabenverteilung ist mir noch nicht bekannt. Also nicht, dass mich jetzt interessieren hat, aber ich muss mir irgendwie seelisch darauf vorbereiten, was auf mich zukommt. Ne? Ich auf alle Fälle. Also, ja? Ja, ich werde sehr dicht hinter dir sein. Wenigstens einer, der hinter mir steht. Sehr weit aber hinter dir. Ah, eh. Ja, immer. Da haben noch viel Banditen Platz. Die mir die Schmetterlinge vertreiben. 2, 3 Jahre. Verstehe. Aber ich bin trotzdem in der Nähe. Und bring da immer wenigstens der Zeug hinterher. Weil, was anderes hast du nicht leisten können als wie mich. Ja, das stimmt. Also bei den Produktionsbudgets muss man schauen, wo man bleibt. Ne? Und Schmetterlinge sind sehr teuer. Ja. Ja. Und die zu jagen, ist eure Aufgabe. Vor allem die Schmetterlinge, die in einem Netz zappeln, die kosten ein Vermögen. Wann zu zappeln? Ja, und sie zappeln auch noch können sollen, ja. Gut, dann glaube ich, haben unsere zukünftigen Zuseher jetzt einen
ganz großartigen Eindruck bekommen, was hier an Komik auf Sie zukommt. Groß im und artig, Ölprinz. Ja. Und besseren Einstieg, glaube ich, gab es keinen. Andi und Gary, danke für das Doppelinterview. Darf ich noch meine Omi grüßen? Hallo Omi, ich bin jetzt wieder im Fernsehen. Wir sehen uns im Sommer. Viel Spaß. Tschüss, Omi. Wo ein Partner zu reinigen ist, Hoffmann, ein Hoffmann. Wo Geier zu finden sind, Hoffmann, ein Hoffmann. Oh, mein Schmied!